Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum letzten Matchdex Action Unboxing auf meinem Kanal. Die 18-19er Serie ist am Start. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch zur Matchdex Serie 1920, die ja jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen wird. Am 19. September ist jetzt das letzte Datum, was ich so gehört habe. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch die Matchdex Action Serie geben wird. Letztes Jahr, also diese Serie, ist ja die allererste Matchdex Action Serie gewesen, die es ja im Hause Topps gab. Ich habe heute 6 Päckchen nochmal, das heißt insgesamt 66 Karten, und mal gucken, ob wir nochmal irgendwas Geiles bekommen können, die Club 100 Karte beispielsweise, oder mal gucken, ob wir was anderes Cooles ziehen. Let's go, ich starte hier mal direkt mit dem ersten Päckchen. Habt ihr die Matchdex Action Serie voll? Lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen. Jonas Hector, und wenn ja, welche Karten fehlen euch? Das könnt ihr auch sehr gerne mal reinschreiben, ob da vielleicht Base-Karten sogar fehlen oder nur eine Matchwinner-Karte oder so. Edgar Pripp, Akolo vom VfB, Wolze von Duisburg, Paulinho von Leverkusen, Augustinsson von Werder Bremen, Wout Weghorst, ich mag den Spieler nicht mehr. Dann haben wir Takashi Usami, der Usami-Schreck, Leute. Der Fluch von Usami, Duljevic von Dresden, haben wir das Köln-Logo, und Willi Orban von RB Leipzig. Nächstes. Womit geht's weiter? Es geht auf jeden Fall mit einer grünen Karte weiter. Das heißt, Matchwinner-Karte ist am Start. Jonas Hector mal wieder. Strodig. Quaison. Kevin Trapp von der Frankfurter Eintracht. Wolze von Duisburg. Philipp von Dortmund. Di Santo von Schalke. Adams von Hoffenheim. Celozzi von Bochum. Und Camacho als Matchwinner vom VfL Wolfsburg. Und dann noch Kapitänskarte von Mike Franz. Also bis dato war jetzt noch nicht so was Besonderes dabei. Mal gucken, ob es hier noch was dabei ist. Ne? Kinzombi von Kiel. Dann Terrazzino von Freiburg. Jerome Boateng von den Bayern. Sosa von Stuttgart. Dann haben wir Sebastian Rudi von Schalke, der ja jetzt bei Hoffenheim, glaube ich, wieder spielt. Ne? Kiese Telin, der ist ja wechselt von den Schalkern. Dann haben wir Harnik von Bremen. Ginzek von Wolfsburg, Aaron Hunt vom HSV, dann haben wir das St. Pauli-Logo und nochmal Mike Franz. Ja, mein, was ist denn hier heute los? Zweimal die Kapitänskarte von Franz. Wenn ich ihn jetzt nochmal ein drittes Mal bekomme, dann weiß ich auch nicht. So, es leuchtet auf jeden Fall wieder grün. Einmal haben wir hier Nazaro von Aue, dann Jones von Darmstadt, Asano Hannover, Philipp Kostic von Frankfurt, Joey Linton von Hoffenheim, Timo Werner von RB Leipzig, hat er jetzt verlängert seinen Vertrag mit RB Leipzig, dann Maku von Augsburg, Kaminski von Düsseldorf, Kulowitz von Sandhausen, Bittencourt von Hoffenheim als Matchwinner und Daniel Bayer, Kapitänskarte von Augsburg. Vorletztes Pack, es glänzt nicht grün, es glänzt aber trotzdem, das heißt, eine Starkarte kommt. Andreas Beck, es ist Christian Beck von Magdeburg. Null, habe ich mich fast verlesen hier. Mateta von Mainz, dann haben wir Dennis Zakaria, hier meinen Vornamen. So, genau, nee, nein. Oh, Dennis, also ich jetzt erst. Dennis Zakaria, ich werde mit Doppel-N geschrieben und Dennis Zakaria mit einem N. Ja, moin. Leon Goretzka von den Bayern. Dann haben wir Marc Uth von Schalke, Moda Hut von BVB, Pascal Köpke von der Berliner Hertha, Knöll von Nürnberg, Hedlund von Union Berlin, Jan Regensburg. Keine Starkarte, sondern es ist das Logo von Jan Regensburg. Und dann noch Kevin Vogt als Kapitänskarte. Letzte Pack. Was haben wir hier nochmal drin? Das ist die Frage aller Fragen. Marvin Martin von Ingolstadt. Dann haben wir Rave von Freiburg, Essa von Hannover, Maffeo von Stuttgart, Grilic von Hoffenheim, Vollands Leverkusen, Leverkusens Volland, Lul. Das war wirklich komplett an dieser Stelle. Osako, Castils, Caligiuri, und wir beenden das heutige Unboxing mit Maximilian Eggestein, Matchwinner von Werder Bremen, und Guia Wogi vom VfL Wolfsburg. Leute, das soll es gewesen sein mit dem letzten Matchdex Action Unboxing 18-19 hier auf meinem Kanal. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch eine neue geben wird. Also Matchdex Action, Matchdex kommt ja normal, also kommt ja raus Mitte, Ende September. Aber mal gucken, ob es auch dann im Dezember, November wieder eine Matchdex Action Serie geben wird. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.